Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem, ich glaube, spannendsten Video diesen Monats, beziehungsweise eigentlich schon seit einer ganzen Weile. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, Hatice Schmidt hat ihre eigene Make-up-Marke rausgebracht und hat gleichzeitig zwei Paletten gelauncht. Und sie war freundlich und hat mir beide geschickt. Sie hatte mich neulich nach der Adresse gefragt und ich habe mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht. Und hier sind beide Paletten. Ich habe mich riesig gefreut. Das ist eine unglaublich große Wertschätzung an mich, kleinen YouTuber. Und das bedeutet mir ganz viel an dieser Stelle. Erstmal danke und herzlichen Glückwunsch, dass sie das gemacht hat. Ich weiß, wie viel man kann sich das nicht vorstellen, wie viel Arbeit hinter sowas steckt und dass sie und Sebastian das geschafft haben. Größter Respekt. Eigentlich wollte ich erst nur eine testen. Machen wir beide? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich freue mich, dass ihr heute hier seid zu einem ganz besonderen zusätzlichen Video. Denn ich glaube, das hat auf jeden Fall ein eigenes Video verdient. Und das möchte ich heute mit euch drehen und euch zeigen. Falls ihr hier neu seid, herzlich willkommen. Ich bin Maxim. Ich lade dreimal die Woche hoch. Manchmal auch, wie heute, viermal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Giacomo Army werden würdet. Das Ganze kostet nichts und bedeutet mir die Welt. Und vielleicht habt ihr ja auch Spaß hier auf meinem Kanal. Freunde, ich fange, glaube ich, gleich an mit dem Video. Ihr wollt jetzt nicht hier groß rumgequatscht haben. Wir fangen an. Ich möchte als erstes mit der Day-Palette anfangen. In der Day-Palette sind 9 Farben. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 matte Farben. 2 Farben sehen eher so ein bisschen semi-matt aus. Eher so ein bisschen seidig matt. Und dann haben wir einen wirklich krassen Schimmerton. Das ist die Farbe Monday. Aber die Palette sieht wirklich, wirklich schön aus. Es ist sehr clean. Es fühlt sich sehr schwer und hochwertig an. Es ist nicht so ein flimsiges Plastikteil mit drin, was die Shade schützt, sondern der Spiegel ist einfach nur einmal geschützt. Das Ganze kam auch in einem Pappkarton. Hinten stehen auch nochmal die Farbnamen drauf. Finde ich gut. Sie stehen aber tatsächlich auch nochmal in der Palette mit drin. Und das erleichtert mir natürlich als Beauty-YouTuber das Ganze. Aber ich finde auch, hinter jeder Farbe steckt irgendwie eine Geschichte. Und die beiden werden sich sicherlich was dabei gedacht haben. Sie gefällt mir sehr, sehr gut. Aber es gibt ja auch noch eine zweite Palette, Freunde. Und das ist die Holy Palette. Die Holy Palette ist einmal in schwarz und hat dieses Graffiti-Design mit drauf. Und dieser ganze Vibe der Kollektion, auch bei der Day-Palette, ist sehr, sehr urban. Hatice hatte, glaube ich, gesagt, dass das Ganze sehr urban luxury, also so ein bisschen moderner, städtischer Luxury sein soll. Durch dieses Graffiti in Gold ist das Ganze tatsächlich auch schon so ein bisschen mit der Eindruck, der kommt durch. Und so sieht die Holy-Palette einmal aus. Ich bin ehrlich mit euch, als ich die Palette gesehen habe, das ging bestimmt ganz vielen so, kam eine Sache in den Kopf. Und das war diese Palette hier. Allerdings, wenn wir jetzt sie mal jetzt hier, der wahre Vergleich. Wenn man mal beide zusammenhält, das sind andere Farben. Das, was hier Gold ist, ist hier Gelb. Das, was hier Rot ist, ist hier ein viel, viel dunkleres Rot. Also es ist optisch auf jeden Fall schon was ganz anderes. Die einzige Farbe, die ähnlich sein könnte, wäre Venom und hier Berlin. Aber auch hier ist es eine matte Farbe, hier ist es eine Schimmerfarbe. Deswegen fand ich es so ein bisschen schwierig zu sehen, dass ganz viele Leute gesagt haben, irgendwie, das ist dieselbe Palette, nur anders. Nee. Also jetzt, wenn man sich hier live vor sich hat, ganz anders. Und was mir auch auffällt, ist, dass die Farbe Infernum eine ganz besondere Textur hat. Auch die probiere ich natürlich gleich noch aus. Aber ich würde vorschlagen, Freunde, wir fangen gleich mal an mit dem Look. Und wir machen auf dieser Seite einen Look mit der Holy Palette. So, ich habe euch einmal schön nah rangeholt. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen unsicher, was ich damit machen möchte. Denn die Farbzusammenstellung ist auf den ersten Eindruck nicht, wo ich sage, oh, okay, cool, krass, Warmtone-Look, sieht immer ähnlich aus. Sondern das sind halt so viele verschiedene Texturen und Farben, wo ich erst einen Moment überlegen muss, was möchte ich daraus eigentlich schminken. Das, bin ich ehrlich, finde ich ziemlich gut, dass ich einen Moment drüber nachdenken muss. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich so an Make-up denke, dann möchte ich dieses Gefühl von, ich kann so ein bisschen kreativ sein. Und das kann ich nur, wenn ich kurz überlegen muss, was möchte ich machen. Aber mir fällt auf jeden Fall schon was ein, was wir mit dieser Palette jetzt hier schminken wollen. Und ich glaube, ich fange auch gleich an mit der Farbe Infernum. Das ist dieses Rot hier unten. Ich klopfe gut ab.
und setze mir das hier in meine Crease und presse mir das Pigment, wollte ich sagen, in meine Lidfalte. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die Farbe sieht nass auf meinem Lid aus. Okay. Die hat so ganz, ganz feine, wirklich feine Schimmerpartikel mit drin. Es könnte aber auch sein, dass so ein bisschen Schimmer von den anderen Farben mit draufgekommen ist. Aber das hier ist krass. Also ihr seht, ich presse das Pigment so ein bisschen in die Crease mit rein. Meine Lidfalte war jetzt natürlich auch gesettet. Wenn ihr Lidschatten nass verwendet, also auf einer nassen Base, kommen die natürlich immer noch ein bisschen dunkler und intensiver bei rum. Wenn ich aber Texturen nicht kenne von einem Hersteller, dann fange ich immer erst aus Prinzip schon mit einer trockenen Base an, damit ich einfach nicht Gefahr laufe, dass irgendwas schief geht. Und ich blende hier auch schon mal so ein bisschen die Kante aus und nehme mir jetzt die Farbe Terra. Das ist hier so eine Transition Shade, würde ich fast sagen. Auch hier nehme ich denselben Pinsel, klopfe gut ab und presse das so an den Übergang. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit gerechnet habt, dass Hattie mit ihrer eigenen Marke rauskommt. Ehrlich gesagt war ich auf der einen Seite, ich war total überrascht. Auf der anderen Seite war das der nächste logische Schritt irgendwie bei ihr. Nach der Love-Kollektion war eigentlich irgendwie klar, okay, jetzt muss ihr eigenes Ding kommen. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch so der Traum von jedem Creator, etwas Eigenes rauszubringen. Also was richtig Eigenes, seine eigene Marke zu gründen, seine eigenen Ideen zu verwirklichen, ohne Regulationen von anderen oder Vorstellungen von anderen. Und ihr könnt sehen, wie intensiv diese Farben sind. Also ich gehe nur ganz leicht rein und presse so ein bisschen und blende dann wieder aus. Ich nehme jetzt einen ganz, ganz fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Venenum. Oh Gott, ich spreche das bestimmt alles falsch aus. Nehme nur ganz bisschen und setze das hier mit rüber. Und blende damit so ein bisschen die Farbe Terra aus. Einfach, dass das hier noch so ein bisschen weicher wird. Die Farbe ist jetzt etwas schwächer. Also das ist jetzt kein ultra, ultra gelb. Aber es sieht in der Verpackung auch schon etwas softer aus. Also das ist jetzt nicht so ein Neongelb. Deswegen habe ich ehrlich gesagt diese Erwartung auch nicht so dran. Sie hat ein bisschen Kickback. Manche stört es. Manche stört es nicht, aber ich will es halt euch sagen. Es ist halt immer so schwierig, ich bin ehrlich mit euch. Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Video. Wie setzt man sich hin und macht ein Video über eine Arbeitskollegin? Man möchte sie natürlich nicht irgendwie auflaufen lassen, aber, und dann fiel mir auch eigentlich wieder ein, das Schöne bei YouTube ist, ihr seht, was passiert. Ihr könnt sehen, wie die Farben funktionieren und so viel Müll kann ich euch daher auch gar nicht sagen, weil wenn ich sage, oh, das ist total schön und am Ende funktioniert es nicht, ihr seht das. Ihr seid ja nicht blind. Auf jeden Fall, das gefällt mir richtig gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass dieses Braun da so mit reinpasst, was für mich eher so ein Transition Shade ist. Wenn ich aber so ein Sunset Blend haben möchte, würde ich ja eigentlich eher mit Orange gehen. Es funktioniert aber trotzdem, dadurch, dass die Farben halt alle so ein bisschen erwachsener sind. Das ist eine schwierige erwachsene Farben. Es ist keine leuchtende, schreiende Farbe, sondern es ist eher so ein bisschen gedämmter, aber intensiv. Ich gehe jetzt nochmal ganz leicht in die Farbe Venum rein. Das ist dieses Lila hier. Das hat gar keinen Kickback und der Pinsel ist gut voll. Das platziere ich mich hier außen hin. Okay. Also ihr seht, ich arbeite halt auch nur mit so einem kleinen Packing Brush. Ich nehme nicht einen fluffigen Pinsel, um Pigment aufzutragen, sondern ich nehme einen kleinen Pinsel, um wirklich präzise das meiste an Pigment rauszuholen, was geht. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, etwas zu reviewen, aber das ist jetzt nicht nur in dem Video so, sondern das ist irgendwie in jedem Video so. Je nachdem, welchen Pinsel ich benutze, wird die Farbe halt auch komplett anders aussehen. Wenn ich mit einem fluffigen Pinsel mit reingehe, ist es klar, dass das Pigment grobflächiger aufgenommen wird und grobflächiger verteilt wird und dadurch schlechter pigmentiert aussieht. Wenn ich so einen kleinen Pinsel nehme und das wirklich nur hier hin platziere, tschüss. Die Farben sehen sehr, sehr deckend aus auf meinem Lid. Also ich kann meine Haut unter diesem Lidschatten hier in diesem Dreieck hier nicht mehr sehen. Und ehrlich gesagt, auch dieser Schimmer in der Farbe Infernum, der fällt mir nicht auf. Ich sehe nur, dass das Ganze wirklich nass aussieht. Ich habe auch schon ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, dass ihr die Palette sogar schon zu Hause habt. Deswegen schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare,
wie ihr die Palette findet. Habt ihr damit schon geschminkt? Ich weiß, die ersten haben die Palette ja auch schon gestern bekommen und haben dann mir Fotos geschickt. Und ich fand das so, ich habe mich so gefreut, dass ihr die Sachen schon habt. Auf der anderen Seite so, ich will die auch testen. Aber das können wir jetzt machen. Ich gebe mir die Farbe Infernum auch hier unten gleich noch so ein bisschen hin und verdunkel das Ganze dann mit Vinum hier unten. Das Ganze gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, was ich auf mein bewegliches Lid mache. Und die Farbe Fave ist krass, okay. Ich habe sie halt jetzt gerade noch nicht geswatcht. Mega. Würde ich jetzt aber sagen, passt nicht zu diesem Look. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Holy. Auch die ist richtig foliert. Ich glaube, das könnte ganz spannend aussehen. Ich ziehe einmal ganz kurz nach Cut Crease und bin gleich wieder zurück. Okay, die Cut Crease ist einmal drauf und ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in die Farbe Holy erstmal rein und presse mir das hier auf mein Lid. Und das sieht jetzt aus wie so ein Topper Shade eher. Also der ist nicht so ultra deckend, hat so ein bisschen goldene Reflexe mit drin, sehe ich jetzt, wenn ich hier so nah dran bin. Und presse mir die Farbe aufs bewegliche Lid. Gehe außen in die Farbe Aekor. Please don't come for me, dass ich die Farben nicht aussprechen kann. Platziere ich mich hier so ein bisschen an den Übergang. Es gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Tiefe. Auch schon, das ist auch eher wieder so ein lederiges Finish. Klingt total doof, aber es ist nicht matt, es ist nicht glänzend. Das ist eine Textur, die es nicht so oft gibt, würde ich jetzt fast sagen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ich lieb's. Und bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Ich werde jetzt hier unten noch so ein bisschen Farbe aufbauen, aber ihr könnt sehen, wie weich und wie einfach sich die Farben verblenden ließen. Und dass es wirklich, wirklich schnell ging. Also, was mich so jetzt so ein bisschen, wo ich denke, so, okay, da habe ich mir was anderes vorgestellt, ist die Farbe Holy. Das ist tatsächlich eher so ein Topper, würde ich fast sagen. Wenn man den über eine andere Farbe gibt, gibt das dem Ganzen nochmal so einen bläulichen Schimmertint, was nicht schlecht ist. Man muss das nur wissen. Ich habe die Farben jetzt aber nicht geswatcht, was aber jetzt auch keine Kritik sein soll. Ansonsten richtig, richtig gut. Jetzt kommen wir zur Holy Palette und das ist diese hier. Auch hier sind 9 Farben mit drin und hier habe ich schon eher so ein bisschen was Alltagstauglicheres im Kopf tatsächlich. Das ist ja jetzt eher so ein bisschen leuchtender und bunter. Ich gehe jetzt auch mit einem fluffigen großen Pinsel in die Farbe Sandstorm rein. Welches Auge? Oh Gott, ich bin völlig verwirrt. Normalerweise mache ich das immer gleichzeitig und jetzt einen komplett anderen Look auf einem anderen Auge. Optimistisch, Maxim. Optimistisch. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen. Okay, ich setze mir das einfach hier schon mal so grobflächig in die Crease. Okay. Die sieht man jetzt bei meiner Hautfarbe. Also man sieht sie, aber sie ist halt nicht so intensiv. Aber bevor es wieder heißt, das ist aber schlecht pigmentiert, das ist eine Transition Shade bei mir. Ihr müsst so ein bisschen gucken, welche Farben sind bei eurer Haut oder welche Farben tun bei eurer Haut welche Funktionen. War das ein Satz? Ein Satz? Okay, die Farbe ist sehr, sehr schön. Ich kann mir die gut als Nose-Kontur-Farbe vorstellen bei mir tatsächlich. Ist soft, aber ist gut auszublenden. Also, ihr seht, das ging schnell. Ich habe es da drauf gegeben mit einem großen, fluffigen Pinsel, was natürlich auch nochmal die Intensität so ein bisschen verändert. Aber schön. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel. Ne, wisst ihr was? Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so Lust auf was Natürliches. Wir gehen jetzt in die Farbe Promise. Ne, Earth. Mit so einem ja, etwas zulaufenden, aber fester gebundenen Pinsel. Und die Farbe gebe ich mich hier an die Inner Corner und baue das Ganze auf. Auch die ist etwas softer, aber auch eher so ein bisschen alltagstauglicher. Und wenn ich jetzt vielleicht noch mit diesem Gold hier oben der Farbe Cry einfach auf mein Lid gehen würde, hätte ich einen schönen, weichen Alltagslook. Im Vergleich zu dem Auge ist, glaube ich, ein Alltagslook heute nicht so drin. Deswegen gehen wir heute jetzt mal intensiv. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Promise. Klopfe ab und gebe mir erstmal nur so einen leichten Touch auf Grün hier in meine Lidfalte, dass ich die Farbe dann schön ausblenden kann. Es wird jetzt ein bisschen schmutzig aussehen, glaube ich. Aber ich baue das erstmal hier ganz leicht auf und verblende die Farbe dann so ein bisschen. So, und jetzt könnt ihr sehen, warum ich das gemacht habe. Ich nehme jetzt meinen Finger, ich mache den immer kurz sauber, gebe die Farbe auf meinen Finger und stempel sie auf mein Lid, sodass ich wirklich die intensivste Farbe von diesem Grün auf meinem Lid habe. Und dann müsst ihr auch nicht mehr so viel hin und her verblenden. Kleiner Pro-Tipp.
einfach erstmal so ein bisschen die Farben mischen, dass das Ganze schmutzig aussieht. Und dann zack, rauf, Pinsel nehmen, so ein bisschen den Rand verblenden. Fertig, Smoky Eye. Ich nehme jetzt den, okay, es ist viel Pigment hier drauf. Ich nehme jetzt denselben Finger und gehe in die Farbe Mondays. Das ist so ein, wow, so ein Topper. Den setze ich mir. Okay. Den setze ich mir auf mein Lid und sehe aus wie ein Stück grünes Alufolie. Wow. Das sind verschiedene Glitzergrößen mit drin. Also es sind einmal so ein feiner Schimmer und dann so etwas größere goldene Flakes, die so ein bisschen mehr Bewegung mit reingeben. Also es so ein bisschen multidimensional machen. Fertig. Ich mache das Ganze auch einmal noch unten. Ich nehme jetzt die Farbe Rain, das Blau, und das setzen wir jetzt hier unten hin. Blende das Ganze so ein bisschen mit der Farbe Sandstorm unten aus und verbinde das hier und würde sagen, das ist das zweite Auge. Freunde, ich sammle mich einmal ganz kurz, mache Lashes drauf, Lippenstift und bin gleich wieder zurück. So Freunde, und das sind einmal die fertigen Looks mit der Holy und mit der Day Palette. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe jetzt natürlich probiert, das meiste an Farbe für euch zu zeigen. Der Look ist für mich eher so ein richtig krasser, ich gehe abends schön in die Oper-Look. Das ist eher so ein Look für, ich will zeigen, dass ich mich schminken kann, Look. Man kann aber definitiv auch, ich glaube, mit der Day-Palette wesentlich alltagstauglichere Look schminken, weil die Farben einfach etwas softer sind als bei der Holy-Palette. Gibt es ein Favorite? Nee. Also die Farbe Mondays ist schon krass. Ich habe jetzt natürlich nicht alle benutzt. Wenn ihr wollt, ich mache gerne noch mal ein zweites Video mit einem Look, der gleichmäßig auf beiden Augen ist. Lasst mich das gerne wissen. Ich habe ja die Zeit für euch. Ich nehme mir das auch gerne. Ein Punkt, den ich aber irgendwie ansprechen muss, ist natürlich der Preis. Eine Palette 50, 54 Euro. Scheint auf den ersten Eindruck recht viel. Allerdings muss ich sagen, für eine Indie-Brand und man weiß, wie viel Expertise dahinter steckt bei Hatice und bei Sebastian, ist das, es ist teuer, aber es ist es wert. A, du unterstützt einen YouTuber, den du gerne schaust, du weißt, dein Geld ist gut investiert, du weißt, du kannst dich mehr mit dieser Person identifizieren, als wenn du eine andere Palette von irgendeiner Marke aus Amerika kaufst, von der du nichts Persönliches weißt. Ich glaube, dass auch dieser persönliche Bezug einfach zu Hatice und Sebastian und dem ganzen Konzept dahinter einfach das Ganze so ein bisschen, ja, man hat kein schlechtes Gefühl. Ihr habt es gesehen, es funktioniert, es sieht gut aus. Ich lieb's. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Vielen Dank an Hadi, dass du mir die Paletten geschickt hast. Wenn ihr wollt, schminke ich euch gerne noch weitere Looks damit. Aber ich wollte euch einfach erstmal schnellstmöglich so meinen ersten Eindruck davon geben. Und der ist gut. Ich habe aber auch ehrlich gesagt mit nichts anderem gerechnet. Das hätte mich jetzt, glaube ich, sehr gewundert, wenn ich hier gesessen hätte und gesagt hätte, ey, das ist aber nichts. Ich glaube, dass das passiert, wenn eine YouTuberin, ein YouTuber etwas rausbringt, dass das wirklich schlecht ist, gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Ich werde jetzt noch ein paar Fotos für Instagram machen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video wieder. Passt auf euch auf.